Hallo Leute und willkommen zurück zu einer Folge Let's Play Beamage Drive. Ja, ich hoffe, dass ihr meinen kleinen Ventilator nicht hört im Mikro, denn es ist, den muss ich leider laufen haben, denn es ist bei mir 33,2 Grad im Zimmer. Ihr habt ja in der Roomtour, die ja, habe ich letzte Woche schon gehört, da wollte ich nochmal sagen, die ist hier oben, habt ihr gesehen, mein Zimmer ist klein, draußen sind es 33 Grad und mein PC steht neben mir mit AMD Hardware. Also AMD ist ja sowieso immer etwas heißer als Nvidia. Also etwas wärmer werden die Komponenten, deswegen ja. Dafür habe ich heute eine neue Mod für euch. Da unten liegt natürlich unten in der Videobeschreibung und wie immer nie getestet. Ja, das ist von dem gleichen Ersteller, der auch die GTA San Andreas Greenwood gemacht hat. Hier den. Und zwar eine meiner weiteren, also eins meiner, Lieblingsfahrzeuge in GTA 4. Und zwar den Blister Compact. Gibt es in Front Wheel, Rear Wheel, Four Wheel Drift und Minimaster Four Wheel. Ja, bin mal gespannt, wie der sich fährt. Hier haben wir ihn auf jeden Fall natürlich eine, Portierung aus GTA 4 in Variable Value Timing, IVT, 1.4 Injection, Liberty City Kennzeichen natürlich hier, Blister, Hyperdynamic Sports. Ist ja eigentlich als kleiner Sportwagen gedacht. Liberty City State, so hier unten natürlich. Deswegen sind ja auch nicht alle Texturen wirklich knackig und das... Der Innenraum ist natürlich auch nicht so schön. Er hat aber sich das Lenkrad bewegt sich und alles, das hat er gut gemacht. Auf jeden Fall keine schlechte Portierung. Gut, und dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Und drehen erstmal die Lautstärke runter. So, auf jeden Fall ist der Wagen ziemlich FPS-freundlich. Ich bemerke keinen. Ja, nicht weniger als sonst. So, ich schaue schnell auf Tastatur, um Slow Motion schnell machen zu können, ungefähr. So. Jetzt hier schöner Crash. Das Dach faltet sich interessanterweise. Das ist ja geil. Das Dach hat sich geknickt. Ja, an der Stelle vom Dings, ja. Am Sonnendach, oder wie die Teile heißen. Oh. Jetzt können wir schon mal so eine richtige GTA 4 Verfolgungsjagd machen, wo, die Rapid Cruiser, Police Cruiser, so ein bisschen Compact jagen. So, sollten wir Handbremse aktivieren, dann kommen wir besser rum. So, dann hier hoch. Da war knapp. Übrigens eine da müsste jetzt hinten ziemlich abgerissen. Sieht gerade noch so glücklich aus, würde ich sagen. So. Ja, eine Sache, die ich mir, die ich leider vergessen habe, zur Dings, zu sagen und zur Dings zu stellen, na, wie heißt's? Zur Let's Play Umfrage 2014, wovon ich ja auch schon gesagt habe, die Auswertung ist ja auf dem Kanal als 1000 Video Special. Wollt ihr als Let's Play sozusagen, wollt ihr später GTA 5 Mod-Vorstellungen auf dem Kanal sehen? Schreibt es bitte einmal mal in die Kommentare schnell mit so GTA 5 ja, nein. Wichtig, dass ihr GTA 5 dazu vorschreibt, denn da kommt noch was anderes. Also einfach mal, also ob ihr. Wartet, crash nicht schnell. Also kurz, wollt ihr, wenn GTA 5 für PC rauskommt, GTA 5 Mod-Vorstellungen haben auf meinem Kanal? Habe ich schon mal eine GTA 4 Serie gemacht, also schreibt bitte einfach mal in die Kommentare, GTA 5, ja, nein, ihr habt, 10 Sekunden ab jetzt, ich mache nichts. Also GTA 5 Mod-Vorstellungen, ja, nein, einfach mit GTA 5, ja, oder GTA 5, nein, antworten. Komm, ich gebe noch 5 Sekunden. Warte kurz. Gut, das war's dann dazu. Und dann bitte noch eine weitere Frage. Und zwar habe ich mir gerade so spontan überlegt, GTA 4 Mod-Vorstellungsserie, die ich gemacht habe, kam eigentlich, ziemlich gut an. Und einige hatten auch, fanden es nicht so toll, dass ich aufgehört habe. Deswegen noch eine Frage. Wollt ihr, dass ich wieder GTA 4 Mod-Vorstellung mache? Einfach mal in die Kommentare posten, GTA 4 ja, oder GTA 4 nein.
Also da stelle ich dann so Mods vor, halt eben Script-Mods, Waffen-Mods, Auto-Mods und so. Schreibt es mir einfach mal bitte in die Kommentare und dann werde ich da auf euer Feedback hin. Falls viele wollen, mache ich es ja. Falls nicht so viele wollen, dann mal sehen, ne? Also einfach geht der 5 Jahre, geht der 4 Jahre oder geht der 4? Nein. Wieder 10 Sekunden, ich mache nichts. Gut, danke. Also, jetzt wollen wir kurz nochmal. Ich weiß nämlich nicht, ob ich fürs Thumbnail. Nein, das wollte ich nicht. Ein gutes Bild genommen habe. So, jetzt wollen wir wieder fahren. Widmen wir uns wieder hier dem Blister Compact. Und. Wir werden einfach mal hier gegenfahren. Mit 135 km/h. Ja. Böse, 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 böse. Ich will kurz. Wichtel, Debug, Skeleton on. Nein, Note Information. Enabled. On. Da sehen wir schön hier alles angepasst und so weiter. Hat er gut gemacht. Passt auch wunderschön. Er ist echt eine gute Mod. Muss man ja mal so sagen. Ich werde die Folge wahrscheinlich einfach aus Hitzegründen 10 Minuten lang machen. Ich schwitze nämlich unter meinem Kopfhörer und das ist nicht ganz so angenehm. Vor allen Dingen hasse ich es einfach zu schwitzen. Oh. 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 Und deshalb mache ich jetzt meinen. Oh, eklig. Linken Dings habe ich jetzt ein bisschen abgenommen. Das Sound könnte sich ein bisschen geändert haben. Also könnte sich ziemlich geändert haben, denn das Mikro ist jetzt viel weiter links. Jetzt höre ich mich auch selbst. Also ich Schall im Raum. Das hört sich irgendwie komisch an. Jedenfalls, es tut mir leid, aber ich muss jetzt einfach mal meine linkes Ohr belüften. So. Ganz schön weiter. So, dann jetzt hier auf die, also ganz schön die Kante. Oh, das sah gerade ein bisschen auf den DeLorean. Wie hammergeil. Das sieht voll aus wie ein DeLorean. Also nicht voll, aber schon teils, ne? Wie geil. Ich habe einen Blister DeLorean. So, dann mal mit Handbremse einmal oben bitte. Und nochmal oben. Und so. Ich frage mich gerade was. Ich sehe das Spoiler auf. Ja, okay, der ist aber hauptsächlich zur Belüftung des Motors. Ich dachte, der ist nicht auf. Wäre auf, könnte er nämlich hier irgendwie wenn wirklich was zum Fahrverhalten dazu tragen könnte. Dadurch, es könnte sein, dass sich dadurch der Blister hier besser fährt. Aber war sowieso ja nur kleine zur Belüftung des Motors. So. Oh. Oh. So, wunderbar. Und dann hier schön den Berg runter. Also die, das kleine Gebilde. Oh. Oh. Nicht so nett. Gut, dann fahren wir nochmal die Steine. So. Oh. Hat den ziemlich zerstört. Mal kotzen. Wächst jetzt, lüfte ich mal mein rechtes Ohr, das ist viel schlimmer getroffen. Gut. Dann werden wir einfach nochmal. Ne, das hatten wir schon gemacht, das machen wir. Überschlag, genau. Hatten eigentlich auch schon, aber den typischen Überschlag, den wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Oh, aufpassen. Und zwar hier vorne dann einlenken. Ich hoffe, das schaffen wir, sonst muss ich bin halt schon mit Finger auf der Handbremse. Okay, wir schaffen nicht den klassischen Überschlag. Aber wir schaffen trotzdem einen netten Crash. Er fährt nicht mehr, ne. Sieht voll geil aus, so der Wagen. Der gibt irgendwie ganz viele andere Autos, wenn er crasht.
Naja, okay, ich bedanke mich dann einfach mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Download-Link unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr noch nicht getan habt, bitte einfach mal in die Kommentare schreiben. Wollt ihr GTA 5 Mod-Vorstellungen? Einfach ein GTA 5 ja, nein. Wollt ihr GTA 4 Mod-Vorstellungen? Dann einfach GTA 4 ja, nein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG.